Du warst gerade schon. Und du hast gar keine Zeit. Es dauert ja auch nur 3 Sekunden, was wir machen. Vielleicht sogar 5. Warst du erfolgreich? Ja, sehr. Wie man sieht. Hast du alles gefunden, was du gebraucht hast? Ja. Was du gesucht hast? Ja. Kriegen wir denn eine Kostprobe? Zeigst du uns mal, was du gekauft hast? So ein Kleid oder ein Schuh oder irgendwas? Socke. Also was ist das Schönste, was du geholt hast? Ach Gott. Zeig doch mal das. Was ist denn da drin? Ah, das sieht doch edel aus. Ist das für den Ball oder für was ist das? Nee, das ist einfach nur so. Ich wollte jetzt mal... Ist das ein Bademantel oder was ist das? Nee, das ist kein Bademantel, das ist ein Kleid. Oh, wow. Das sind aber schöne Farben. Rein zufälligerweise sind das die Lieblingsfarben meiner kleinen Schwester. Wirklich? Ja. Ich soll dich auch ganz schön von meiner kleinen Schwester grüßen. Binita Ninita Jiti heißt die. Ja. Ist ein komischer Name, ich weiß, aber ist halt ein indischer Name. Ja. Und um das mal gleich hier zu personalisieren, schickt sie dir eine Autogrammkarte von sich. Das ist sie. Sie ist mittlerweile schon 8. Ja. War ja auch schon ein paar Tage in der Schule und da hat sie halt sich vorgenommen, einfach mal dieses wunderschöne Kleid zu stricken, um es dir dann zu schenken. Und ja, schöne Grüße. Danke. Meine kleine Schwester ist halt gerade noch in Indien. Und die hat halt gesagt, dass sie jetzt ein paar Tage nicht geschlafen hat, weil sie einen Schal stricken musste für Deutschland. Und sie grüßt dich total schön und herzlich und das ist sie. Anita heißt sie. Und ja, also sie ist halt in ihren Augen, dass sie auch nächtelang nicht geschlafen hat. Ne? Ja. Aber ja, was soll man tun? Für ein paar Rupien macht man natürlich alles. Ja, sie grüßt dich ganz herzlich und wenn du mal wieder was brauchst, dann sag mal Bescheid. Ne? Sie macht auch die Nächte lang durch, das ist alles gar kein Problem. Das ist sie auch. Kannst du gerne. Und sie grüßt dich wirklich ganz herzlich. Und sie ist einfach wirklich happy, dass das mal geklappt hat. Und ja, vielen Dank, dass du sie bekommst, die Jacke. Also, das ist für sie auch ganz toll. Das ist sie. Das ist die Brigida. Brigida hatte 2 Projekte. Es war zu einem dieser Schal und zu einem anderen dieser Schal. Und ja, sie hat es zu Ende gebracht und heute trägt ihr diesen Schal und es ist einfach ein göttliches Geschenk für sie. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank. Okay. Es gibt so viele Menschen hier unterwegs, so viele tolle Herzen, die alle meine Schwester unterstützen. Hier zum Beispiel, danke. Danke, dass du meiner Schwester geholfen hast. Danke, dass du dir diese Jacke gekauft hast, die meine Schwester hier für dich gestellt hat. Bitte sei nicht so. Bitte, danke. Es sind einfach so viele tolle, herzliche Menschen hier und alle haben sie was für meine Schwester getan und ich bin so dankbar und so stolz auf meine Schwester, dass sie es geschafft hat. 24 Stunden am Tag arbeiten zu müssen und ja, keine Schulausbildung und es ist einfach großartig. Vielen Dank.